Hallo ihr Lieben, hier ist der Matthias. Es ist wieder Felsenbirnenzeit. Also ich bin ein absoluter Felsenbirnen-Fan. Das ist wirklich so eine schöne Frucht, die an Sträuchern bzw. kleinen Bäumen wächst. Ich halte es dir hier mal in die Kamera. Ich war jetzt gerade, siehst du so von der Größe her, die sind, ungefähr so groß wie Heidelbeeren, manche ein bisschen größer, je nach Sorte. Und ich war jetzt gerade hier im Wohngebiet sammeln, da wachsen mehrere kleine Bäumchen. Also die Felsenbirne, ja, ist ein Obstgehölz und das, ja, die Größe bis zu 6 Metern ungefähr wird so hoch. Na? Und fängt halt an, wie ein Strauch zu wachsen und wird dann wie ein kleines verzweigtes Bäumchen. Ich habe mal, weil ich ja jetzt keine Kamera mehr habe, habe ich mir mal erlaubt, ein kleines Zweigchen abzumachen. Schau mal. Und so hängen die halt am Baum dran. Ich gehe mal ein bisschen näher ran, dass du es vielleicht siehst. Na, die hängen so, ja, in kleinen Trauben, die lassen sich ganz einfach abzupfen, sind sehr süß, angenehme Süße, so ein bisschen kleine Marzipannote, würde ich sagen. Und der weitere Vorteil ist, sie haben zwar Samen drin, aber die kannst du problemlos mitessen, also es sind keine Kerne drin, super schmackhaft. Na, siehst du, dass die, wenn ich sie mal ein bisschen rumdrehe, dass die dann, die helleren, die sind natürlich noch nicht reif und dann hier in diesem dunkelblauen Zustand beziehungsweise rötlich, dunkelblau, so ein Schimmer, wenn die da haben, da sind die dann reif und da kannst du die abmachen. Na? So, ja, also. Die haben solche kleinen Blättchen hier. Siehst ja ungefähr, wie meine, ja, wie mein Finger ist. Wenn der Baum ein bisschen größer ist, dann sind die Blätter auch noch ein bisschen größer. Ich habe das hier an einem kleineren Strauch gepflückt, der so, ja, 2,5, maximal 3 Meter hoch ist. Also mit dem Arm konnte ich noch nicht hochlangen, also ungefähr, ja, so 3 Meter hoch. Da sind sie noch ein bisschen kleiner. Wenn man hier genauer hinguckt, dann siehst du ja, so eine leichte Zahnung am Blattrand. Das haben sie nicht immer. Also es gibt Arten, die haben glatte Ränder oder eben leicht gezahnt. Hier sieht man es noch ein bisschen besser. Ja, hier siehst du die Zahnung. Na? Daran erkennst du die. Und wenn du im Juni, wir haben jetzt, naja, fast Mitte Juni, wenn du da mal guckst, ich habe sie so auf Dörfern noch nicht gesehen. Also das ist tatsächlich hier, seit ich in Dresden wohne, zum ersten Mal, auch wo ich in Pirna gewohnt habe, da habe ich Felsenkirschen dort nicht entdeckt. Also es ist schon, ja, ein seltenes Gewächs, was du nicht überall antriffst. Hier ist es allerdings so, im Wohngebiet, da gibt es Gegenden, da hat die sich scheinbar wild auch vermehrt. Also hier ist die in Fülle anzutreffen. Wunderbare Frucht, sehr schmackhaft, wie ich finde. Ich halte es dir nochmal in die Kamera. Ja, das ist jetzt hier, schau mal, so eine Schüssel voll, also bis hier hoch ungefähr. Das habe ich jetzt in, naja, Dreiviertelstunde, 50 Minuten habe ich das dort gepflückt. Also es ist jetzt eine ideale Zeit dafür. Ja, hier zeige ich dir mal eine Aufnahme, die ich schon im letzten Jahr gemacht habe von der Felsenbirne. Da siehst du, wie die Früchte so unterschiedliche Farbtöne haben.
reif sind sie, wie gesagt, wenn die dann so dunkelblau, ganz dunkelblau mit einem leichten rötlichen Schimmer sind, dann sind sie reif. Ja? Auch dass die Blätter hier größer sind, kannst du auf dem Bild auch wunderbar erkennen. Also die Felsenbirne wird nicht als Heilpflanze betrachtet, hat aber auch verschiedene Heilwirkungen. Entzündungshemmend wirken die Früchte, Blutdruck senkend, schlaffördernd und auch das Herz stärkend. Inhaltsstoffe, die sie enthält, das ist Eisen drin, Kalium, Magnesium, Vitamin C und andere Inhaltsstoffe. Und was auch vielleicht wichtig ist für dich zu wissen, Pektin enthält sie auch. Pektine sind natürliche Verdickungsmittel. Also wenn du die gepflückten Beeren irgendwie zerquetscht und machst das an anderes dran, dann verdickt das die Gesamtmasse. Na, also würde sich diesbezüglich auch gut für Marmelade eignen. Marmelade mache ich ja selber nicht, weil ich auch keinen Zucker mehr verwende. Und meines Erachtens sind die Früchte auch, ja, die sind so schon sehr süß, angenehm süß. Leichte Marzipannote könnte man feststellen. Wie gesagt, keine nennenswerten Kerne drin, ganz feine Samen nur, die du mitessen kannst. Eignet sich zum Rohverzehr wunderbar. Was ich auch probieren werde, ist mal ein Teil der Früchte, die kann man auch trocknen. Werde ich mal sehen, wie das geht. So kann man sich dann für den Winter einen Früchtetee halt aufbereiten zur Bevorratung. Das werde ich mal in einer kleinen Menge der gesammelten Früchte, werde ich das mal versuchen, ob das klappt. Ja, ihr Lieben, und zum Schluss noch ein kleines Dessert-Rezept, was ich versucht habe. Also ich habe mir hier diesen Mandeljoghurt besorgt. Du kannst auch Kokosmilchjoghurt verwenden, wenn du vegan dich ernährst oder ansonsten eben normalen Joghurt, aber das kommt für mich nicht in Frage. Na, also ich habe hier diese Mandel Natur mir mal besorgt. Diesen Naturjoghurt. Hab dann diese Beeren, also einen Teil davon, hier reingerührt. Zeig das mal so. Na, hab das alles zusammengerührt. Leinsamen noch dran, auch was mega Gesundes. Die Beeren hier, die geben eine angenehme Süße für diese, naja, Süßspeise kann man dann sagen. Und was ich auch noch dran gemacht habe, sind hier ein paar Erdnüsse noch. Ja, in diesem Sinne, probier das mal aus. Bis bald, euer Matthias.